Ein Drohvideo im Internet, veröffentlicht kurz vor Ostern. Der Titel: Operation Schweinebacke. Fast 4 Minuten werden darin Journalisten beleidigt, die kritisch über Salafisten berichten. Einem Journalisten der Frankfurter Rundschau wird sogar direkt gedroht. Und nun zu dir. Wir besitzen eine Menge an Daten von dir. Zum Beispiel wissen wir, wo du wohnst. Wir kennen deinen Verein. Wir besitzen deine Mobilfunknummer. Solltest du weiterhin deine Salafisten-Märchen verbreiten, werden wir deine Daten offenlegen. Er hat das Video erstellt, Sabri Ben Abda. Er gilt als enger Vertrauter des Salafistenanführers und Initiators der Koranverteilaktion, Ibrahim Abu Naji. Ben Abda verhöhnt schon lange Journalisten, die seiner Meinung nach einseitig berichten. Ich weiß, dass du ein kleiner Hetzler bist für einen komischen Sender, der RTL. Du, wo sind eure Handys? Komm alle raus und filmt den hier. Ja? Sie sind das da. Bei jeder Begegnung filmt er Reporter nicht nur, sondern verunglimpft sie auch. In aufwendig produzierten Internetvideos feiert er sich dafür selbst als Albtraum der Journalisten. Wenn man die Zusammenhänge der letzten 2, 3 Jahre halt sieht, dann ist Sabri auch in der Vernetzung im Internet sicherlich kein Einzelfall, sondern er ist Teil einer Medienoffensive, die schon seit 2, 3 Jahren das Internet, YouTube dazu benutzt, um kritische Stimmen, ob Journalisten oder Privatleute, zu im Grunde in die Ecke zu stellen, zu kriminalisieren und sie für vogelfrei zu erklären. Ben Abda bedrängt auch Journalisten. Bleiben Sie doch hier. Ich muss ja meine Arbeit machen. Was denn? Hetzen oder Lügen? Hassprediger. Wer dennoch kritisch über die Salafisten berichten will, dem bleibt nur, sich nicht von den Drohungen einschüchtern zu lassen und die Methoden der Extremisten aufzuzeigen.